Verzeiht bitte die nassen Augen. Peter gibt ein Aus! Peter gibt ein Aus! Peter, Peter, Peter gibt ein Aus! Macht's gut, euer Peter. Peter! Schiri kann auch mal ein Auge zudrücken. Wir haben gewonnen! Bevor das Video losgeht, nochmal eine kleine Entschuldigung, dass ich nicht geschafft habe, fristgerecht mein Trikot-Gewinnspiel auszulosen. Am Sonntag kommt dann das Auflösungsvideo. Verzeiht es mir. Ei, gute Wie. Heute geht's gegen die Mainzelmännchen. Nimm's mit Humor, man rastet nicht aus, ne? Das Derby, das gar kein Derby ist. Ich habe vorher per Zufallsprinzip herausgefunden, dass Frankfurt heute gewinnt. So, Leute, auf Rot gewinnt die Eintracht. Warte mal, Gegenrichtung, zack. Auf Rot gewinnt die Eintracht. Aha. Oh, die Eintracht gewinnt heute. Die Eintracht gewinnt. Das Roulette hat entschieden. Geil. Ich tippe auf ein 3-1. Die Mutter ruft 4-0 nach hinten, okay? Dann halt 4-0, ne? Kann ich auch gerade so mit leben. Der Afrika-Cup neigt sich ja dem Ende. Jaibi und Skiri sind ausgeschieden. Soll ich jetzt traurig sein, weil sie ausgeschieden sind? Oder froh sein, dass sie wieder zurück sind? Sind wir einfach froh, dass sie unverletzt sind, egal wo sie sind. Denn was mache ich denn schon wieder? Ich habe immer das Gefühl, große Brüder haben ein persönliches Problem mit kleinen Brüdern. Wir machen nichts und auf einmal hör doch auf. Immer. So, kurze Frage, Leute. Soll ich wieder eine Spielervorstellung für den Bahoya machen? Habt ihr da Bock drauf? Kann mir irgendeiner erklären, warum der Rode bei seinem Debüt, das gefühlt 20 Jahre her ist, fast genauso aussieht wie heute? Ja, es war natürlich sensationell. Nur die Niederlage, die tut schon weh jetzt. Ihnen wünsche ich viel Glück für die weitere Laufbahn. Dankeschön. Danke. Könnte daran liegen, dass wir in der gleichen Bande sind? Der Babyface Gang. Wie cool wäre das bitte, wenn da oben einfach Waldstadion stehen würde? Habt ihr das Waldstadion eigentlich selber miterlebt? Ich leider nicht. Da bin ich ja doch ein bisschen zu jung. So Leute, jetzt gibt's erstmal das beste Stadionessen in Europa. Und zwar die gute Bratklops von den 59ers. Mmh. Oh, boah. Wer den noch nie gegessen hat. Leute, ihr verpasst was. Die könnten wahrscheinlich ins Brötchen reinscheißen, allein wegen dieser Zwiebeln gerade, ne? Schmeckt das Ding überragend. We'll be right back.
nicht so wahnsinnig viel Fehler zu machen. Und die, die ich gemacht habe, müsst ihr mir dann einfach spätestens heute verzeihen. Szene ist schon wieder nicht da. Was ist denn da schon wieder los? Es ist immer bei uns auch, habe ich das Gefühl, ne? Immer bei uns gibt's Probleme. Und heute heißt es Heimsieg für Peter Fischer. Mit der Nummer 1 im Tor, Kevin! Ja! Unsere neue Moin, Sascha! Ja, Leitzitz! Die 25 trägt Donny! Bedeckt mit Mutmaßungen. Yeah.
endlich daheim. Konnte heute auch den ein oder anderen Sticker ergattern. Jetzt sind wir erstmal wieder versorgt. Ey Leute, was ein Grottenkick. Also ich war kurz an dem Punkt, dass ich gesagt habe, was für ein unwürdiger Abschied für Peter Fischer. Dann kam's Tor und alles ist gut. Wir haben gewonnen. Und ja, dann ist das Spiel auch egal, ne? Wenn man gewinnt, dann ist der Rest völlig egal. Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen, die Mainzer haben nicht gewonnen. Und das ist die Hauptsache, ne? Ich mach's heute auch gar nicht so lang, aber ich habe euch nicht vergessen, ihr kleinen Racker. Grüße an Erik, Piet und Ida. Heide!